Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Dr. Mauro Quachter, sehr geehrter Herr Universitätspräsident Dr. Klaus Tschütscher, geschätzte Gäste, ich begrüße Sie heute recht herzlich zu dieser Veranstaltung im Auditorium der Universität Liechtenstein. Wir haben heute die Antrittsvorlesung von Frau Dr. Constantina Papathanasiou. Und ich möchte mich bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass Sie so zahlreich zu diesem Anlass erschienen sind. Das wird vor allem unsere Antrittsvorlesende sehr freuen. Corona in aller Munde, auch heute noch. Man kann Corona für alles verantwortlich machen. Man kann auch auf der anderen Seite sehr viel daraus lernen. Corona hat uns auch vielleicht ein wenig die Augen geöffnet für Selbstverständliches. Wir haben auch heute, wissen wir, was ein guter Tag ist. Ein guter Tag für uns an der Universität ist, wenn wir gemeinsam mit unseren Studierenden in den Hörsälen, bei Veranstaltungen, bei Seminaren uns austauschen können, die Studierenden weiterentwickeln können. Ein guter Tag für uns ist, wenn wir gemeinsam an Forschungsprojekten arbeiten können, mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Auch ein guter Tag für uns ist in der Zwischenzeit, wenn wir Weiterbildung machen können, in Face-to-Face-Veranstaltungen mit den Leuten, die zu uns kommen und sich weiterbilden möchten. Wir haben aber auch gelernt, was ein ganz besonderer Tag ist. Wir wissen, dass es nicht mehr selbstverständlich ist. Und deshalb sind ganz besondere Tage für uns zum Beispiel der Dies Academicus. Ganz besondere Tage für uns an der Universität sind Diplomfeiern mit Studierenden, mit ihren Angehörigen. Und ganz besondere Tage sind auch Tage wie heute, dass wir Antrittsvorlesungen wieder hier in so einem Saal durchführen können. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich wieder zurückbesinnt auf wesentliche Sachen. Und wesentlich für uns ist der Austausch mit Ihnen, geschätzte und werte Gäste. Frau Constantina Papathanasiou ist bereits seit September 2021, also seit letztem Herbst, bei uns. Und ja, wir haben sie kennengelernt als sehr quirlige Professorin, die schon die eine oder andere Spur hier an der Universität, aber auch in der Region hinterlassen hat. Und ich komme jetzt zum Schluss zum dritten Punkt, den wir auch aus Corona gelernt haben. Ab und zu brauchen gute Dinge Zeit. Und wir haben heute etwas Gutes vor uns, auf das wir uns freuen können, die Antrittsvorlesung von dir. Und ich freue mich schon sehr darauf. Und nun möchte ich an Frau Professor Butterstein übergeben. Alexandra, bitte, wenn du das die nächsten Worte sprechen kannst. Vielen Dank. Auch im Namen des Instituts für Wirtschaftsrecht darf ich Sie herzlich zur Antrittsvorlesung meiner Kollegin Professor Constantina Papathanasiou an der Universität Liechtenstein begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und ich kann mich dem Markus nur anschließen. Es ist wunderschön, dass wir hier vor Ort alle beisammen sind. Unsere herzliche Willkommensgrüße gelten insbesondere auch Frau Regierungsrätin Dr. Graziella Marok-Wachter sowie den Mitgliederinnen und Mitgliedern des Instituts für Wirtschaftsrecht und allen Kolleginnen und Kollegen der Universität Liechtenstein. Ganz herzlich begrüßen möchte ich natürlich heute meine Kollegin, die ihre Antrittsvorlesung an der Universität Liechtenstein halten wird, sowie ihr Team, ihre Familie und Freunde, die den Weg nach Liechtenstein auf sich genommen haben. Es ist uns eine große Freude und Ehre, Sie alle herzlich an der Universität Liechtenstein zu diesem sehr erfreulichen Anlass begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich grüßen darf ich Sie auch im Namen des Begründers des Instituts für Wirtschaftsrecht. Professor Francesco Schur kann heute leider nicht da sein, weil er bei seit langem geplanten Moot Court am Landgericht Bozen als Richter fungiert und es sich leider nicht umorganisieren hat lassen. Aber ich darf dich ganz herzlich grüßen.
Konstantina Papatanasio hat an der Universität Liechtenstein, jetzt fange ich schon hinten an, an der Universität Athen Rechtswissenschaften studiert und dort im Anschluss ein zweijähriges Masterstudium im Bereich Strafrechtswissenschaften, in welchem Bereich auch sonst, absolviert. Promoviert hat sie an der Universität Heidelberg nach ihrem Referendariat in Athen, und zwar gefördert durch den Deutschen Akademischen Austauschbund und die Alexander-Onassis-Stiftung, die ihren Sitz, wie wir alle wissen, in Liechtenstein hat. Das heißt, auf diese Weise begegnete Konstantina schon sehr früh Liechtenstein in ihren Karrierewegen. Und wir wissen alle, wenn wir ihre Forschung kennen oder sie persönlich, es gibt keine Zufälle. Nach ihrer Promotion hat sie an der Universität Regensburg zum Thema Ius Puniendi und staatliche Souveränität, Genese, völkerrechtliche Rahmen und straftheoretische Kontextualisierung des sogenannten internationalen Strafrechts und einem Habilitationsstipendium der Universität Regensburg im Rahmen der Bayerischen Programms zur Realisierung der Chancengleichheit in Forschung und Lehre habilitiert. In dieser Zeit durfte sie auch als Mitglied des Fast-Track-Programm Exzellenz und Führungskompetenz für Wissenschaftlerinnen auf der Überholspur, das kann ich nur dem Quirligen dazugeben sozusagen, der Robert-Bosch-Stiftung von 2016 bis 2018 an Seminaren zu berufsbezogenen Themen teilnehmen. Im März 2021 war es soweit und Konstantina wurde die Venia Legendi für Strafrecht, Strafverfahrensrecht, Wirtschaftsstrafrecht, internationales Strafrecht, Rechtsvergleich und Rechtsphilosophie verliehen. Ich habe die Woche nochmal genau nachgefragt, für welche Fächer sie alles verliehen worden ist, weil es ist eine große Anzahl. Seit 2016 ist sie außerdem Dozentin für deutsches Strafrecht an der Faculté Libre de Troyes in Paris. Das wird niemanden verwundern, der sie besser kennt. Die Liebe zu Paris, die Liebe zur französischen Sprache und bereits mit 15 Jahren das höchste Sprachdiplom für französische Sprache. Im letzten Jahr wurde meine Kollegin auch in den Vorstand der griechischen Gesellschaft für Strafrecht gewählt und hat für ihre Habilitation den Regensburger Preis für Frauen in Wissenschaft und Kunst in Anerkennung ihrer herausragenden Leistungen verliehen bekommen. Eine Antrittsvorlesung ist ein ganz besonderer Ausweis der Tätigkeit der Forschungsarbeit im jeweiligen Forschungsgebiet. Seit 1. September 2021 ist Konstantina sozusagen bei uns am Institut für Wirtschaftsrecht, unterstützt uns im neuen Fachbereich ihrer Professur Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung und ist an Bord auf unserem Weg zur künftigen Liechtenstein School of Business Law. Sie ist somit nicht mehr ganz neu und man kann sicherlich auch schon sagen, sie hat einige Spuren hinterlassen, Markus, da gebe ich dir absolut recht. Sie hat den LLM im Wirtschaftsstrafrecht konzipiert und bereits die Veranstaltungsreihe Liechtensteinische Gespräche zum Wirtschaftsstrafrecht erfolgreich gestartet. Liebe Konstantina, ich bin sehr gespannt auf die inhaltlichen Ausführungen in den Rechtsbereichen deiner Professur zum Generalthema der Fallspieler mit dem Caro Ass, eine Tour durch Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung. Wie sollte es anders sein? Zuvor wird nun Regierungsrätin Frau Dr. Graziella Marok-Wachter, Ministerin für Infrastruktur und Justiz des Fürstentums Liechtenstein und ehemaliges Mitglied des Universitätsrates, was uns sehr freut, Grußworte an Sie richten. Ich möchte mich dafür ganz herzlich im Namen des Instituts für Wirtschaftsrecht bedanken, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielen lieben Dank. Ja, sehr geehrte Frau Professor Papatanasiou, sehr geehrter Herr Präsident des Universitätsrats, sehr geehrter Herr Rektor, geschätzte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein. Es ist schön zu sehen, dass das universitäre Leben nach den pandemiebedingten Einschränkungen wieder pulsiert. Doch wir wollen heute nicht über die Schwierigkeiten der letzten beiden Jahre sprechen. Wir sind heute hier, weil wir gemeinsam ein neues, vielversprechendes Kapitel der Universität Liechtenstein aufschlagen dürfen. Der Lehrstuhl für Wirtschaftsrecht, Compliance und Digitalisierung existiert zwar bereits seit Herbst des letzten Jahres, doch unabhängig davon hat die heutige Antrittsvorlesung den Charakter eines, wenn man so will, offiziellen Startschusses. Heute ist der Tag, an dem sich Frau Professor Konstantina Papatanasiou den akademischen Traditionen entsprechend der breiten Öffentlichkeit vorstellt. Heute können wir einen Eindruck von Ihnen, sehr geehrte Frau Professor, und vor allem von Ihrer Expertise gewinnen. Dass ich in diesem Rahmen als Justizministerin hier bei Ihnen sein darf, ist mir eine Ehre. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Finanzbranche und damit unser Finanzplatz ist seit vielen Jahrzehnten ein zentraler Wirtschaftsfaktor in Liechtenstein.
Die Finanzplatzteilnehmer unseres Landes und viele staatliche Stellen haben in den letzten Jahren viel Arbeit investiert, um die internationalen Standards im Finanzdienstleistungsbereich mit einer hohen Qualität zu erfüllen. Ihnen allen ist die fundamentale Bedeutung der Reputation eines Landes in Bezug auf die Einhaltung von internationalen Regeln bekannt. Nur mit einer guten Reputation ist es möglich, auf Dauer wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und Sie wissen auch, wie rasch man einen guten Ruf verlieren kann und wie lange es dann dauert, bis die gute Reputation wieder etabliert werden kann. Aus aktuellem Anlass darf ich in diesem Zusammenhang auf das äußerst erfreuliche Ergebnis des Moneyval Assessments verweisen, das gestern veröffentlicht wurde. Liechtenstein hat von Moneyval in Bezug auf die Einhaltung der Regeln zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung gemäß FATF ein sehr gutes Zeugnis erhalten. Dieses Ergebnis fiel nicht einfach vom Himmel, sondern ist das Resultat von Anstrengungen vieler Personen und das Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Ein zentraler Faktor für die Sicherstellung der Einhaltung von internationalen Regeln stellt zunächst das Rechtssystem dar, das kontinuierlich weiterentwickelt werden muss. Allerdings nützen auch die besten Regeln nichts, wenn sie nicht angewendet bzw. nicht durchgesetzt werden. Gesetzliche Bestimmungen müssen nicht nur inhaltlich sinnvoll sein, sondern es braucht fachlich geschulte Personen, die sich um die Sicherstellung der Einhaltung der Regeln kümmern. Gesetze zu studieren allein genügt nicht, sondern man muss auch die Methoden zur Verhinderung von Missbräuchen kennen. Der Lehrstuhl für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung deckt genau dieses Bedürfnis ab. Sowohl im Bereich der Forschung als auch in der Lehre. Wir benötigen für unseren Finanzplatz entsprechend geschulte Arbeitskräfte. Nur so kann Regeln auch die gewünschte Wirksamkeit verliehen werden. Als ehemalige Leiterin der Legal- und Compliance-Abteilungen von liechtensteinischen Banken weiß ich nur allzu gut, wie schwierig es ist, fachlich qualifizierte Personen in diesem Bereich zu finden. Es freut mich daher auch persönlich ganz besonders, dass die Universität Liechtenstein in diesen Bereichen einen Schwerpunkt setzt. Sehr geehrte Damen und Herren, der Lehrstuhl für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung unterstützt auch die im Jahr 2019 von der Regierung verabschiedete Finanzplatzstrategie, die auf eine nachhaltige Entwicklung des Finanzplatzes gerichtet ist. Nachhaltigkeit ist nur möglich, wenn Regeln eingehalten und Wirtschaftskriminalität keinen Nährboden findet. Um dies sicherzustellen, muss das erforderliche Wissen gewissermaßen dorthin transportiert werden, wo es auch angewendet wird. Die Schaffung des Lehrstuhls für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung an der Universität Liechtenstein ist aus Sicht der Regierung deshalb sehr zu begrüßen. Und ich bin überzeugt, dass die Einrichtung dieses Lehrstuhls das Profil der Universität Liechtenstein weiter schärfen und die Universität für Studierende noch attraktiver macht. Ich freue mich sehr, dass Sie, sehr geehrte Frau Professor Papathanasiou, diesen Lehrstuhl übernehmen. Ich gratuliere der Universität Liechtenstein, dass es gelungen ist, eine derart kompetente und renommierte Professorin als Lehrstuhlinhaberin zu gewinnen. Ihnen, sehr geehrte Frau Professor, wünsche ich für Ihre Tätigkeit an der Universität Liechtenstein viel Erfolg und Freude bei Ihrem Wirken. Vielen Dank. Es ist ein sehr besonderer Moment, man muss das genießen, Sie alle hier zu sehen. Ja, lieber Herr Rektor, lieber Markus, liebe Kollegin, Institutsleiterin, liebe Alexandra, sehr geehrte Frau Regierungsrätin, Herr Dr. Marok-Wachter, ganz herzlichen Dank für diese freundliche und herzliche Begrüßung sowie für die einführenden Worte. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Und ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen. Und mich freut ganz besonders die heutige Mischung aus Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiterinnen der Universität Liechtenstein, aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Institutionen des Landes,
aus Freundinnen und Freunden. Einige sind schon auch aus Heidelberg oder Regensburg oder sogar aus der Schweiz gekommen. Und natürlich auch aus interessierten Bürgerinnen und Bürgern des Fürstentums Liechtenstein. Erlauben Sie mir, den heutigen Tag meiner Familie zu widmen. Meinen Eltern in unserer Heimatstadt Aegion und meinen drei Schwestern Penelope, Lida und Stefania, die heute Abend erfreulicherweise auch anwesend sind, bin ich zutiefst dankbar dafür, dass sie mein ganzes Leben lang immer da waren und noch sind. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Danke sehr. Ich habe Griechenland bereits vor 14 Jahren verlassen, um Strafrechtsprofessorin zu werden. Trotzdem ist ein Teil von mir für immer dort zurückgeblieben. Manchmal werde ich nostalgisch, wenn ich an Griechenland denke, denn der Weg zur Professur war kein einfacher, sondern ein steiniger Weg, der neben der fachlichen Entwicklung meine Resilienz, meine Geduld und mein Durchhaltevermögen beanspruchte. Warum? Vor allem, weil meine Zielsetzung, Strafrechtsprofessorin zu werden, aufgrund der objektiven Umstände etwas überambitioniert zu sein schien. Es gibt nämlich keine andere Person, die in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum in den Rechtswissenschaften habilitiert wurde und dann weiter auch in Berufungsverfahren eingeladen wurde, ohne das deutsche bzw. deutschsprachige Jurastudium abgeschlossen zu haben. Ich erinnere mich noch sogar an einen Kollegen, der mich vor 3-4 Jahren mit Erstaunen fragte: Ja, Frau Papatanasio, ich habe gesehen in Ihrem Lebenslauf, Sie haben das deutsche Staatsexamen nicht absolviert. Denken Sie, werden Sie je habilitieren? Von solch schönen Aussagen habe ich mir als Nicht-Deutsch-Muttersprachlerin im Laufe meiner akademischen Entwicklung einige anhören müssen. Und einmal wollte ich sogar eine Liste mit dem Top 10 machen. Solche Aussagen geben einfach aber dann nur noch mehr Kraft, den eigenen Weg zu gehen. Und dank der Zuversicht, Ermutigung und humorvolle Natur meiner Familie konnte ich das Ziel unbeirrbar stets vor Augen halten und am Ende das Ziel auch erreichen. Wie man so sagt, umso steiniger der Weg, desto wertvoller das Ziel. Und vor diesem Hintergrund ist die Antrittsvorlesung für mich wirklich eine Sternstunde meines Lebens und ich bin sehr glücklich, diese Augenblicke mit Ihnen allen hier heute teilen zu dürfen. In diesem besonderen Moment möchte ich natürlich noch einmal dem Fürstentum Liechtenstein für die großzügige Unterstützung für die Finanzierung des Lehrstuhls danken. Es gibt für einen Wissenschaftler auch nichts Spannenderes als einen ganz neuen Lehrstuhl selbst aufbauen zu können. Für die Unterstützung bei der Organisation meiner Antrittsvorlesung bedanke ich mich außerdem bei der Onassis Stiftung. So, nun soll es aber in medias res gehen. Inspiration für den Titel der Antrittsvorlesung war eines meiner Lieblingsgemälde im Musée du Louvre in Paris, der Falzspieler mit dem Karo Ass. Das Gemälde wurde um 1635 durch den französischen Barockmaler Georges de Latour erstellt. Und deswegen lautet auch der Untertitel meiner Antrittsvorlesung eine Tour durch das Wissenschaft, Strafrecht, Compliance und Digitalisierung, also ein Wortspiel mit der Lehrstuhldenomination. Wenn Sie einen beliebigen Louvre-Museumsführer in die Hand nehmen, wie diesen, dann finden Sie bei den Ausführungen zum 17. Jahrhundert auch die Caravaggisten in Frankreich. Diese Maler wurden durch den italienischen Künstler Caravaggio beeinflusst, dessen Arbeit sie während ihrer Aufenthalte in Rom kennenlernten. Caravaggio verlieh seinen Bildern durch das gezielte Einsetzen von Hell-Dunkel-Kontrasten eine besondere Dramatik. Georges de Latour ist der herausragendste Vertreter dieser Malschule in Frankreich. Über den Falzspieler liest man im Museumsführer insbesondere folgende Erläuterung. Dieses Werk gilt aufgrund seiner vollkommenen Form und der ganz ungewöhnlichen Stimmung zu Recht als eines der berühmtesten des Louvre. Um wen handelt es sich bei den eleganten Figuren dieser Szene?
über die Identität des Falschspielers, der dem Gemälde seinen Titel gibt, besteht kein Zweifel. Er befindet sich auf der linken Seite und man sieht, dass er Karten hinter seinem Rücken versteckt. Der prunkvoll gekleidete junge Mann rechts interessiert sich nur für sein Spiel. Er bemerkt nicht die Blicke der beiden Frauen, die es auf seine auf dem Tisch liegenden Goldstücke abgesehen haben und ihn zum Trinken animieren wollten. Die Stille des Augenblicks, bevor die Situation eine andere Wendung nimmt, kommt auf wunderbare Weise zum Ausdruck. Georges de Latour, der bei Entstehen des Gemäldes den Gipfel seiner Karriere erreicht hat, gelingt es, durch das Ausdrucksspiel der Hände und die Unterteilung des Bildraums in Licht- und Schattenzonen die Beziehung zwischen den Figuren mit großem Einfühlungsvermögen deutlich zu machen. Die drei Gauner heben sich von dem dunklen Hintergrund ab. Der Betrug nimmt einen unendlich viel größeren Bereich ein als die Unschuld. Die Wörter Betrug und Unschuld werden bei der Beschreibung des Barockgemäldes zwar laienhaft verwendet, jedoch genügt selbst das Verständnis der normalen Sprache, um sagen zu können, dass wir mit diesem letzten Satz aus dem Louvre-Museumsführer schon den Bereich des Strafrechts betreten haben. Nach allgemeinem Sprachverständnis ist ja Betrug bzw. Gaunerei die bewusste Täuschung, die Irreführung einer anderen Person. Betrug ist seit dem 19. Jahrhundert auch ein technischer Begriff des Strafrechts. Nach der heutigen Umschreibung dieses Deliktes in § 146 im Liechtensteinischen Strafgesetzbuch gilt derjenige als Betrüger, der mit dem Vorsatz, durch das Verhalten des Getäuschten sich oder einen Dritten unrechtmäßig zu bereichern, jemanden durch Täuschung über Tatsachen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung verleitet, die diesen oder einen anderen am Vermögen schädigt. Aber erstmal, was ist Strafrecht überhaupt? Das ist ein neues Fach hier an der Universität Liechtenstein. Das Strafrecht bestimmt, welche Zuwiderhandlungen gegen die soziale Ordnung Verbrechen sind und droht als Rechtsfolge des Verbrechens die Strafe an. Aus Anlass eines Verbrechens sieht das Strafrecht außerdem vorbeugende Maßregeln, zum Beispiel Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Verbrecher, sowie weitere Maßnahmen vor, wie den Verfall nach § 20 des Liechtensteinischen Strafgesetzbuches. Anders als im Zivilrecht, das auf dem Prinzip der Gleichordnung beruht, gilt im Strafrecht das Prinzip der Unterordnung des Einzelnen unter die ihm durch die Strafnorm befällend gegenübertretende Staatsgewalt. Diese sogenannte Strafgewalt wird durch besondere staatliche Strafrechtspflegeorgane ausgeübt. Die Polizei, die Staatsanwaltschaft, das Gericht und die Strafverfolgungsbehörden. Die Aufgabe des Strafrechts besteht darin, den Bürgerinnen und Bürgern ein freies und friedliches Zusammenleben unter Gewährleistung aller verfassungsrechtlichen garantierten Grundrechte zu sichern. Niemand kann auf Dauer ganz auf sich gestellt existieren. Alle Menschen sind vielmehr durch die Natur ihrer Daseinsbedingungen auf Austausch, Kommunikation, Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen angewiesen. Das Strafrecht als Friedens- und Schutzordnung für die menschliche Existenz und die menschlichen Sozialbeziehungen hat somit fundamentale Bedeutung. Von der Aufgabe des Strafrechts ist der Zweck der im konkreten Fall zu verhängenden Strafe zu unterscheiden. Um den Zweck der Strafe streiten seit eh und je, grob gesagt, drei Grundauffassungen, die auch heute noch in den unterschiedlichsten Kombinationen die Diskussion prägen. Zunächst einmal haben wir die Vergeltungstheorie und diese sieht den Sinn der Strafe nicht in der Verfolgung irgendwelcher sozial nützlicher Effekte und Zwecke, sondern darin, dass die durch Auferlegung eines Übels die Schuld, die der Täter durch seine Tat auf sich geladen hat, in gerechter Weise vergilt, ausgleicht. Die extreme Gegenposition zur Vergeltungstheorie liegt in der Auffassung,
dass die Aufgabe der Strafe allein darin bestehe, den Täter von künftigen Straftaten abzuhalten. Der Zweck der Strafe zielt somit auf Vorbeugung, Prävention, die auf den individuellen, speziellen Täter gerichtet ist. Und deshalb spricht man an der Stelle von der sogenannten Spezialprävention. Die dritte Variante sieht den Zweck der Strafe weder in der Vergeltung noch in der Einwirkung auf den konkreten Täter, sondern in der Beeinflussung der Allgemeinheit, die durch die Strafdrohungen und den Strafvollzug über die gesetzlichen Verbote belehrt und von ihrer Übertretung abgehalten werden soll. Auch hier geht es um Vorbeugung. Die Strafe soll aber nicht speziell auf den Verurteilten, sondern generell auf die Allgemeinheit einwirken. Deswegen ist an der Stelle die Rede von Generalprävention. In den meisten Strafgesetzgebungen wird der Vereinigungstheorie gefolgt, die sämtliche Einzelaspekte in sich aufnimmt. So auch das Liechtensteinische Strafgesetzbuch wie eine Lektüre der Regelungen der Strafbemessung in den Paragraphen 32 folgenden ergibt. Der Betrug in der Szenerie von Georges de Latour entwickelt sich unter etlichen Privaten und bleibt deswegen ein typisches Vermögensdelikt. Der Betrug kann allerdings unter Umständen noch den spezielleren Bereich der Wirtschaftskriminalität zugeordnet werden, sobald ein enger Bezug zum Wirtschaftsleben oder zu anderen Delikten des Wirtschaftsstrafrechts besteht. Dies wird ganz deutlich, wenn man exemplarisch an die zwei großen gerade laufenden Betrugsprozesse im benachbarten Deutschland denkt, nämlich den Dieselskandal von VW und Audi um manipulierte Abgaswerte und an die Betrugsvorwürfe gegen die, gegen den vormaligen CEO und CFO der Wirecard AG. Nun fragen Sie sich, was versteht man denn genau unter Wirtschaftsstrafrecht? Obwohl der Begriff der Wirtschaftskriminalität sowie jener des Wirtschaftsstrafrechts seit Jahrzehnten verwendet wird, gibt es nach wie vor keine allgemein anerkannte Definition und auch keine feststehenden Abgrenzungskriterien und auch keine spezielle Kodifizierung. In der Regel versteht man aber mehr oder weniger unter diesem Begriff die Gesamtheit der Straftaten, die im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit unter Missbrauch des im Wirtschaftsleben notwendigen Vertrauens begangen werden und neben einer individuellen Schädigung auch Belange der Allgemeinheit, sogenannte Kollektivrechtsgüter, berühren. Etwas Ähnliches kann man sogar auf der Internetseite der Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein lesen. Wirtschaftskriminalität und Korruption verursachen nicht nur hohe finanzielle Schäden, sondern schädigen auch das Vertrauen in den liechtensteinischen Finanz- und Werkplatz sowie die staatlichen Behörden. Darüber hinaus stellen sie das Prinzip des fairen Wettbewerbs und der Gleichbehandlung in Frage. Zum Wirtschaftsstrafrecht zählen somit typischerweise insbesondere Steuer- und Zollstraftaten, Korruption, Insolvenzdelikte, Lebensmitteltäuschungen, Geldwäscherei sowie alle Strafnormen zum Schutze von konstitutiven Elementen und Instrumenten der Volkswirtschaft. Was gehört jetzt wiederum dazu? Strafnormen zum Schutze des freien Wettbewerbs, zum Schutze des Banken-, Versicherungs- und Börsenwesens sowie des Kapitalmarktes, zum Schutze des Kredit- und Zahlungsverkehrs oder noch auch zum Schutze von Versicherungsleistungen. Eindeutig den Bereich des Wirtschaftsstrafrechts einzuordnen, sind somit auch Strafnormen betreffend das, worum es bei dem Fallspieler mit dem Karoas eigentlich und letztendlich geht, das Glücksspiel. Das Glücksspiel, das in Frankreich des 17. Jahrhunderts verboten war, wird heute in den meisten Ländern gesetzlich reguliert. Unter anderem werden Zulassungs- bzw. Bewilligungspflichten vorgesehen, deren Nichtbeachtung unter Strafe gestellt wird. Im Fürstentum Liechtenstein werden Glücksspiele durch das sogenannte Geld
Glücksspielgesetz vom 30. Juni 2010 geregelt. Also zufälligerweise feiern wir heute das 12. Jubiläum von diesem Gesetz und Sie haben das auch mit unterschrieben, Herr Dr. Klautschuser. Das Geldspielgesetz regelt nach Artikel 1 Absatz 1 die gewerbsmäßig oder öffentlich betriebenen Glücks- und Geschicklichkeitsspiele um Geld oder andere Geldwertevorteile und insbesondere a. die Zulassung und den Betrieb von Spielbanken sowie die Zulassung und Durchführung von Lotterien, Wetten, Geschicklichkeitsgeldspielen und Online-Geldspielen und b. noch die Erhebung einer Geldspielabgabe. Einzelne Begrifflichkeiten, die bereits in der Beschreibung des Gegenstandes dieses Gesetzes enthalten sind, werden sogar legal definiert. Nach Artikel 3 Absatz 1, insbesondere Buchstabe Q, ist Spielbank eine Unternehmung, die gewerbsmäßig Gelegenheit zum Geldspiel, insbesondere an Spieltischen, Geldspielautomaten oder ähnlichen Spieleinrichtungen anbietet. Das Wort Geldspiel ist dabei ein Oberbegriff und bedeutet nach Buchstabe F der besagten Regelung ein Spiel, bei dem gegen Leistung eines Einsatzes ein Gewinn in Aussicht steht. Und nach Buchstabe L ist nun genau ein Glücksspiel jenes Geldspiel, bei dem der Gewinn für den Durchschnittsspieler ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt. Die Bewilligung für das Betreiben einer Spielbank und diese, also wird wiederum nach Artikel 8 durch das Amt für Volkswirtschaft erteilt. Soweit, so gut. Die strafrechtlich relevante Frage lautet jedoch an dieser Stelle, wer macht sich wie, wann beim Umgang mit Geldspielen strafbar? Die Antwort geben die Strafbestimmungen in Artikel 88 von diesem Geldspielgesetz. Nach Absatz 1 wird vom Landgericht wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen etwa bestraft, wer vorsätzlich ein Geldspiel organisiert, betreibt, vermittelt, verbreitet, dafür Raum gibt, dafür wirbt, dafür Personen zusammenführt, dafür Spieleinrichtungen einschließlich Software beschafft oder es auf andere Weise gewerbsmäßig fördert, ohne dass die für das Geldspiel notwendige Zulassung vorliegt oder das Geldspiel von einer solchen gesetzlich befreit ist. Zweite Möglichkeit, wer vorsätzlich durch unwahre Angaben oder auf andere Weise die Erteilung einer Zulassung erschleicht. Dritte Möglichkeit, wer vorsätzlich eine Zulassung an einen Dritten weitergibt. Viertens, wer vorsätzlich zugelassene Geldspiele manipuliert. Fünftens, wer vorsätzlich die Geldspielabgabe hinterzieht, indem er durch unrichtige oder unvollständige Deklaration oder Auskünfte deren Einforderung verhindert oder die Abgabe auf sonstige Weise schuldhaft vorenthält. Die Regelung geht es weiter mit noch einem Absatz 2 und weitere Deliktsvarianten. Aber Sie merken schon an der Stelle mit nur Absatz 1, wie breit das Spektrum strafbewährten Verhaltens allein in Bezug auf Geldspiele ist. Um mit den technischen Entwicklungen Schritt zu halten, erfasst der Geltungsbereich des Geldspielgesetzes auch noch Online-Geldspiele. Nach Artikel 60 Absatz 1 bedarf die gewerbsmäßige oder öffentliche Veranstaltung von Online-Geldspielen einer Konzession der Regierung. Bei dem Online-Geldspiel handelt es sich nach der Legaldefinition in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe O um ein Geldspiel, das durch Mittel der elektronischen Kommunikation, insbesondere Internet, Telefon, Fernsehen, Radio oder andere elektronische Medien angeboten wird. Das Internet kann also hierbei ein Tatort werden, wenn jemand beispielsweise ein zugelassenes Online-Geldspiel manipuliert. Für das Strafrecht ist es eine Frage für sich, welche Herausforderungen das Internet als Tatort mit sich bringt. Auch für die Strafverfolgungsbehörden bei grenzüberschreitenden Strafverfahren ist es von großer Relevanz, herauszufinden,
wo die Straftat letztendlich genau begangen wurde. Und damit sind wir auch schon im Bereich der Digitalisierung und insbesondere auf dem spezielleren Gebiet der Cybercrime. Was hat nun auch dieser Begriff zu bedeuten? Obwohl es ganz gewiss einzelne Nuancen gibt, sind die Begriffe Cyberkriminalität, Computerkriminalität, Internetkriminalität und Hightech-Kriminalität insofern gleichbedeutend, als sie die Nutzung von Informations- und Kommunikationsnetzen ohne geografische Begrenzung und die Übertragung von nicht erfassbaren und kurzlebigen Daten bezeichnen. Der Oberbegriff von Cyberkriminalität erfasst auch weitere Technologien, wie heutzutage die Smartphones. Und somit fallen darunter alle Verhaltensweisen, die entweder als Angriffsobjekt oder als Begehungsmittel informationstechnische Systeme einsetzen. In Bezug auf Cyberkriminalität stellt sich dann aber, genauso wie bei anderen schweren Delikten, die Anschlussfrage, inwiefern künstliche Intelligenz, ein weiterer Grundbegriff aus dem Bereich der Digitalisierung, zu Strafverfolgungszwecken verwendet werden kann, darf oder soll. Ethische Aspekte spielen übrigens dabei eine ganz große Rolle. Insbesondere die umfassende Frage der Verwendung von KI-Systemen zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung natürlicher Personen in öffentlichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken ist momentan aufgrund der einschlägigen Verordnung der Europäischen Union hochaktuell. Zu diesen zwei Themenbereichen, Cyberkriminalität und KI im Strafrecht, werden entsprechend auch zwei Themenabende im Herbst stattfinden. Für sämtliche Kategorien von Geldspielen ist außerdem stets ein sogenanntes Sorgfaltspflichtkonzept erforderlich. Zentral wird das in Artikel 11 Geldspielgesetz für die Spielbank geregelt. Aber auch nach Artikel 61 findet dieses Erfordernis auch für die genannten Konzessionen für Online-Geldspiele sinngemäß Anwendung. So ist im Sorgfaltspflichtkonzept darzulegen, mit welchen Maßnahmen die Spielbank bzw. das Online-Geldspiel gewährleisten will, dass die Pflichten der Sorgfaltspflichtgesetzgebung eingehalten werden. Nachzuweisen sind insbesondere erstens die Umsetzung interner Richtlinien mit Regelung aller Sorgfalts- und damit verbundenen Pflichten der Spielbank bzw. des Online-Geldspieles. Zweitens die Regelung der internen Organisation und Kontrollen. Drittens die Dokumentation und die weiteren organisatorischen Maßnahmen. Viertens die Gewährleistung der Ausbildung. Und fünftens die Auftragserteilung an die Revisionsstelle sowie die Gewährleistung der Berichterstattung an das Amt für Volkswirtschaft und die Finanzmarktaufsicht. Sobald das Wort Sorgfaltspflicht in Bezug auf eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgesprochen wird, befinden wir uns dann im Bereich von Compliance. Dabei geht es um das Desiderat der Regelkonformität von Unternehmen, indem präventive Maßnahmen getroffen werden, um bestimmte Risiken zu vermeiden oder zu bekämpfen. Was heißt das nun? Die Bedeutung von Compliance lässt sich durch das relativ einfache Beispiel des Geldspielgesetzes ebenso anschaulich wie verständlich erläutern. Gleich in Artikel 2 des besagten Gesetzes wird der Zweck ganz klar beschrieben. Dieses Gesetz bezweckt erstens einen sicheren, ordnungsgemäßen und transparenten Spielbetrieb zu gewährleisten. Zweitens Geldwäscherei, organisierte Kriminalität und Terrorismusfinanzierung durch Anbieter von Geldspielen, ihren Kunden oder Drittpersonen im Umfeld des Spielbetriebes zu verhindern und drittens sozialschädlichen Auswirkungen des Spielbetriebs vorzubeugen. Die staatliche Regulierung von Geldspielen geht somit mit der in jüngster Zeit immer stärker gewordenen Tendenz einher, durch Compliance präventiv eine strafrechtliche Selbstkontrolle zu etablieren
Und gerade die Bekämpfung von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung steht auch im Fokus des liechtensteinischen Sorgfaltspflichtgesetzes und weist höchste praxisrelevant auf, zumal der Finanzort Liechtenstein als Sitz für zahlreiche Finanzdienstleistungsanbieter und sonstigen Unternehmen ausgewählt wird. Im Rahmen des Geldspielgesetzes ist es insofern auch ganz verständlich, wenn Artikel 90 explizit sagt, dass die Strafbarkeit aufgrund anderer strafrechtlicher Normen, insbesondere des Sorgfaltspflichtgesetzes, vorbehalten bleibt. Was hat das jetzt wiederum zu bedeuten? Das bedeutet, dass über die im Geldspielgesetz umschriebenen Sorgfaltspflichten hinaus noch weitere Regularien und andere Strafnormen in Betracht kommen können, die innerhalb der liechtensteinischen Rechtsordnung zu einer Strafbarkeit sowohl natürlicher als auch juristischer Personen führen kann. Insbesondere letztere, nämlich die Strafbarkeit juristischer Personen, auch Unternehmensstrafbarkeit genannt, ist verankert sowohl in den Artikel 91 und 93 Geldspielgesetz als auch in Artikel 30 Absatz 4 des Sorgfaltspflichtgesetzes, wo explizit steht, die Verantwortlichkeit von juristischen Personen für Vergehen und Übertretungen richtet sich nach den Paragraphen 74a fortfolgende des Strafgesetzbuches. Es gelten somit letztendlich die allgemeinen Bestimmungen im Strafgesetzbuch. Es ist deswegen wiederum ganz interessant, uns diese Kernregelung in aller Kürze anzuschauen. Nach § 74a Absatz 1 des liechtensteinischen Strafgesetzbuches sind ganz allgemein juristische Personen, soweit sie nicht in Vollziehung der Gesetze handeln, verantwortlich für Vergehen und Verbrechen, die in Ausübung geschäftlicher Verrichtungen im Rahmen des Zweckes der juristischen Person, sogenannten Anlasstaten, von Leitungspersonen als solchen rechtswidrig und schuldhaft begangen werden. Und der besondere Compliance-Bezug steht dann in Absatz 4, wo wir lesen, dass die juristische Person für Anlasstaten, welche von Mitarbeitern der juristischen Person, wenngleich nicht schuldhaft begangen werden, nur dann verantwortlich ist, wenn die Begehung der Tat dadurch ermöglicht und wesentlich erleichtert worden ist, dass Leitungspersonen es unterlassen haben, die erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zur Verhinderung derartiger Anlasstaten zu ergreifen. Die Verantwortlichkeit der juristischen Person für eine Anlasstat und die Strafbarkeit der einzelnen Leitungspersonen oder Mitarbeitern wegen derselben Tat schließen einander nach Absatz 5 nicht aus. Es kann also zu kumulativen Verfahren kommen. Übrigens ist es keine Selbstverständlichkeit, dass juristische Personen bestraft werden können, also im eigentlichen Sinne des Begriffes Strafe. Denn eine Strafe setzt begriffsnotwendig insbesondere die individuelle Schuld des Täters für das von ihm verwirklichte Unrecht voraus, was in Bezug auf eine juristische Person nicht so einfach nachzuvollziehen wäre. Deshalb gibt es noch etliche Länder auf der Welt, meiner Meinung nach auch, ist das richtig so, die noch kein Unternehmensstrafrecht haben, wie zum Beispiel Deutschland oder Griechenland. Anders jedoch die meisten Länder der Welt, wie Liechtenstein, die Schweiz, Österreich, Frankreich etc. Gerade zu diesem Thema der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der liechtensteinischen juristischen Personen bei grenzüberschreitenden Strafverfahren, wenn also Unternehmen international tätig sind, führe ich dieses Jahr ein durch Drittmittel finanziertes Forschungsprojekt durch und berücksichtige dabei die Regelungen in ca. 30 anderen Ländern. Die im Rahmen dieses Projektes veranstalteten Länderberichte werden außerdem als eine entscheidende Richtschnur für Vorstandsmitglieder, Verteidiger, Rechtsanwälte, Staatsanwälte und Forschende fungieren. Da wir uns zeitlich dem Apero nähern, würde ich nur noch eine abschließende Ergänzung zu der Erläuterung der Denomination meines Lehrstuhls machen wollen. Der Fallspieler mit dem Karo Ass gibt uns nämlich einen hervorragenden Anlass,
auch über die Tokenisierung von Kunst nachzudenken. Worum geht es dabei? Tokens im Allgemeinen sind digitalisierte, auf einer Blockchain dezentral gespeicherte Abbildungen von Vermögenswerten. Das Wort Token bzw. Kryptotoken kann man deshalb als Kryptovermögenswert verstehen. Bezogen auf die Kunst sieht das Ganze wie folgt aus. Verkaufsplattformen können Kunstwerke für die digitale Welt der Kunstinvestoren sozusagen in kleine Teile zerstückeln und über eine Blockchain tokenisiert, also als virtuelles Gut, auf den Markt bringen. Die kleinen Teile heißen Asset Tokens und repräsentieren das gemeinsame Eigentum an dem Kunstwerk. Aus strafrechtlicher Sicht können in solchen Konstellationen nicht nur die altbekannten Betrügereien vorkommen, sondern auch Verletzungen etwa des Urhebergesetzes, wenn jemand ein Kunstwerk ohne Erlaubnis digitalisiert. Und das ist auch strafbar. Grundlegend für die Regulierung von Blockchain ist das umfassende und rechtsvergleichend fortschrittliche liechtensteinische Gesetz vom 3. Oktober 2019 über Token und VT-Dienstleister, also Dienstleister, die vertrauenswürdige Technologien verwenden. Man spricht an der Stelle von Blockchain-Gesetz, das auch eigene Strafbestimmungen umfasst. Blockchain ist eine zentrale Figur der digitalen Gesellschaft, die auch für das Strafrecht von höchster Relevanz ist. Es bildet sich nicht nur eine neue Phänomenologie kriminogenen Verhaltens, vielmehr entstehen auch für die Strafverfolgungsbehörden neue Herausforderungen und neue Chancen. Dieser Thematik widmete sich übrigens der erste Themenabend des Lehrstuhls Mitte März und der Text des Vortrags wird bald auch publiziert werden. Nun muss ich aber leider tatsächlich zum Schluss meines Vortrags kommen. Wie Sie vielleicht selbst auch merken, ist die strafrechtliche Materie an der Schnittstelle von Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung höchst spannend. Das Strafrecht fungiert an dieser Stelle als Steuerungsinstrument der Wirtschaft. Und es ist eine kühne Hoffnung des Lehrstuhls für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung, mit seiner Forschungsarbeit einen Beitrag zur strafrechtlichen Regulierung des Wirtschaftslebens sowie zur einschlägigen Ausbildung zu leisten. Nur ganz kurz könnte ich ergänzend noch erwähnen, zu dem, was auch meine Kollegin kurz erzählt hat, der Lehrstuhl hat schon einen LLM im Wirtschaftsstrafrecht konzipiert und dieser wurde bewilligt. Wir starten, wenn alles gut läuft, tatsächlich im März. Ich konnte noch eine neue Vortragsreihe ins Leben rufen. Ich nenne das Liechtensteinische Gespräche zum Wirtschaftsstrafrecht. Das ist eine neue Plattform für den universitären, akademischen, praxisorientierten Diskurs in Bezug auf aktuelle Themen des Wirtschaftsstrafrechts für das Fürstentum Liechtenstein. Diese Tagungsreihe findet alle 6 Monate statt. Und anlässlich dieser Konzeption errichte ich gerade auch eine digitale Zeitschrift unter dem Titel Gespräche zum Wirtschaftsstrafrecht, wo zunächst einmal in einem ersten Teil diese Beiträge aus der Tagung veröffentlicht werden können. In einem zweiten Teil kann noch jeder andere etwas beitragen aus strafrechtlicher Sicht. Und dann in einem dritten Teil in dieser Zeitschrift können wir Strafurteile publizieren, aber auch aktuelle Entwicklungen auf der Ebene der Gesetzgebung oder Veranstaltungen, die einschlägig sind. Ansonsten ist auch ein Konzept fertig für ein neues Weiterbildungsprogramm Anti-Money-Laundering Officer. Alles ist noch im Gespräch. Sie können jederzeit die Internetseite des Lehrstuhls besuchen, um sich am Puls der Aktualität des Wirtschaftsstrafrechts zu bleiben. Ansonsten pflege ich die Kontakte mit Griechenland als Vorstandsmitglied in der Gesellschaft für Strafrecht in Athen. Hoffe ich auf weitere Kooperationen auch mit den Strafrechtlern dort. Und vor 2 Wochen wurde noch bewilligt ein Erasmus-Plus-Programm für den Austausch mit der Padion-Universität in Athen. Und noch anderes. Aber jetzt kann ich nur noch sagen, dass Internationalität und Interdisziplinarität das Markenzeichen des Lehrstuhls sind. Und mit diesem letzten Satz bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Es war mir ein großes Vergnügen und ich freue mich auf unseren weiteren Austausch.
Genießen wir bitte also dann noch gemeinsam den Apero und stoßen wir auf den Fallspieler mit dem Karo Ass an. Danke sehr. Liebe Konstantina, herzlichen Dank für deinen interessanten und spannenden Vortrag. Und ich muss sagen, du hast auch Nicht-Strafrechtler im Auditorium sicherlich mitgenommen auf deiner Reise. Ich bin sicher, die nächste Reise geht nach Wien in die Albertina zur Bartliner-Sammlung von Monet über Picasso. Und dann sind wir gespannt auf die erste Vorlesung im Wintersemester. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Und unser Rektor Markus Jäger wird jetzt gleich dir deine Urkunde verleihen. Und wir danken dir recht herzlich für deine Antrittsvorlesung. Danke sehr. Ohne Karo Ass. Ja, das. Hey, voilà.